Ja, wollte nur kurz teilen, dass das so passend war, egal was sich so in der letzten Zeit getan hat, in dem Bild, das die andere Person da gezeichnet hat, das ist einfach ja, phänomenal. Egal, ob das auf Bildebene oder auf der Symbolikebene ist, ich bin echt verblüfft und ich habe am Wochenende für den Hund meiner Schwester in die Akasha-Chronik geguckt und habe da meiner Schwester gesagt, lies mal durch, ob das so passt. Es passte sowas von. Es Schön. ist schon sehr fantastisch. Ich Wunderbar. freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass du hier bist, meine Liebe. Danke, danke. Also, hallo. Die Informationen von der Chronik, die kommen, finde ich ja total klasse. Also, die treffen ja wirklich total punktgenau auch auf die Thematik. Was ich merke aktuell ist so, das Emotionale, das ich eigentlich dazu brauche, um das ja auch umzusetzen in die Realität, das spüre ich nicht dabei. Und jetzt ist die Frage, kommt das dann irgendwie von selber irgendwann? Weil ich kriege dann immer so diese Ratschläge und ich habe das letzte Mal schon gemerkt, ich war dann fast ein bisschen angenervt, weil man dann dachte, jetzt hast du den gleichen Ratschlag schon wieder. Das ist so ähnlich, wie wenn die Oma sagt, zieh die lange Unterbüchse an, dass sie nicht friert. Und so ein Gefühl ist das dann dabei gewesen. Dann habe ich mir gedacht gehabt, kriegt man das dann vielleicht nochmal wegen anders präsentiert, dass es dann auch wirklich emotional ankommt? Also ich erzähle dir erstmal meine Geschichte, wie ich das empfunden habe, okay? Ganz am Anfang, wenn ich Akasha-Chronik-Lesungen gegeben habe, habe ich immer gedacht, es muss so tief gehen, dass der Klient da in Tränen sitzt, okay? In anderen Worten, wenn ich nicht gespürt habe, dass der Klient den Trenner war, habe ich gedacht, meine Lesung war nicht gut, was natürlich überhaupt nicht stimmt, ne? Dann habe ich bei der Akasha-Chronik gefragt, wie ich da am besten mit umgehen kann, weil, und dann sagten die Meister und Lehrer, bei manchen Menschen kann man die chinesische Mauer auf einmal einreißen und bei anderen, da muss die Mauer vor dem Herzen Stein für Stein runtergenommen werden. Und alle Methoden, alles ist wichtig und gleich effektiv, okay? Manchmal muss man es drei oder viermal hören, bis auf einmal irgendetwas bei einem klickt. Jetzt die Frage, die für mich bei dir hochkommt, ist einmal, was darf ich dir sagen in Bezug auf deine Ungeduld? Und dann zum anderen, gibt es irgendwas, was du tun kannst, damit du die gewünschten Emotionen noch mehr fühlen kannst, okay? Ja, die Ungeduld zeigen sie mir, konzentriere dich nicht auf das Ziel, sondern auf den Weg. Also das Ziel wäre, dass du irgendwo ankommst und dann dir vorstellst, dass dein Leben in der Art Weise aussieht. Und was die sagen ist, konzentriere dich auf deinen Weg. Jeder Tag ist gleich wichtig und jeden Tag kannst du einen kleinen Schritt machen oder einen großen Schritt. Hauptsache ist, dass du es genießt. Ja, das wäre das eine. Und in Bezug auf die Emotionen, und du darfst auch jederzeit mich stoppen, wenn du möchtest. Ich weiß, weil ich sage das, weil ich nie weiß, in welche Richtung es geht. Okay? Ich weiß auch nicht, wie mein nächster Satz aussieht, den ich sagen werde. Deshalb weiß ich nicht, was passieren wird. Das Erste, was sie mir zeigen, ist das Herz und da ist ein Schmerz drin. Und der ist aber, ich sag mal, geschützt. Also du hast die Hände so drüber weg, damit eigentlich es dir nicht immer wehtut. Aber da ist auch gleichzeitig ein Verlangen da, die Hände wegzutun und den zu zeigen, damit sich irgendjemand um diesen Schmerz kümmern kann. Okay. Und was sie mir zeigen, ist eine Frau, also ich würde sagen, es ist deine Mutter. Da ist ein tiefes Verlangen, dass deine Mutter
endlich auch mal dich sieht und dich so wahrnimmt, wie du eigentlich bist. Also nicht jetzt du als in dem Alter, wo du jetzt bist, sondern das Kind hat noch das Verlangen, endlich mal die Liebe der Mutter zu empfinden. Und auch die Zuneigung und Anerkennung zu finden. Und solange das Kind diesen Schmerz noch mit sich rumträgt, hat es Angst, ihn eigentlich zuzulassen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Passt es für dich? Ja, ja. Ja? Okay. So, was ich dir empfehlen würde, ist nicht nur zieh die langen Hosen an, dass dir nicht mehr kalt ist, sondern lass doch mal den Ärger raus. Der Ärger, der angesammelt wird als Kind, wenn man sich nicht berechtigt, wie sagt man auf Deutsch, behandelt fühlt. Mhm. Ja, und du kannst das machen, indem du schreibst, aufschreibst. Mhm. Vielleicht fängst du auch mal an, mit der linken Hand, also mit der nicht dominanten Hand aufzuschreiben. Einfach mal auf, du darfst ehrlich sein. Du kannst gerne einfach schreiben, ich sag jetzt mal Worte, ist dir überlassen, aber du darfst gerne schreiben, ich bin so richtig sauer, lass es mal richtig raus, halt es nicht zurück, du zeigst es keinem, du musst es keinem nicht wegschicken, keinem vorlesen, aber erlaub mal dir, deine Worte richtig zu hören, für dich, dein kleines Kind möchte gern, dass du sie hörst. Mhm. Und dann kannst du auch wieder anfangen zu fühlen. Nicht nur den Schmerz, aber auch die Freude. Okay. Gut. Ja, probier es mal aus. Mhm. Und dann natürlich, wenn du fertig bist, das ist das Wichtigste, dass du dich mit deinem kleinen Kind hinsetzt. Und also mit der Kleinen setzt du dich hin. Und du lässt sie wissen, dass du jetzt für sie da bist, dass mhm. du sie siehst, dass sie geliebt ist und dass ihr beide zusammen jetzt durchs Leben geht. Okay. Ja? Okay. Dankeschön. Ich danke dir.